Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command. Erster Weltkrieg, mehr Spieler gegen den Gefährten von Joy Force. Und mal sehen, die Briten machen hier weiter Ärger. Und okay. Hat sie immer noch aufgehalten, sagen wir so. War gerade hier im Süden. Gar nicht in dem Hafen. Achso, ja. Gut. Ich sehe, wir haben mit Österreich eh nicht genügend Häfen, alle Einheiten irgendwo hinzupacken. Franzosen haben sich da oben ein bisschen zurückgezogen und es gilt einfach hier immer weiter Druck zu machen. Und wir haben letztes Mal festgestellt, dass die auch nicht endlos Reserven haben und hier große Zahlen haben. Klar, man könnte sagen, was man davon jetzt noch eine ganze Armee ins Osmanische Reich wirft, aber ich weiß nicht. Hier wird ja umgekämpft, wie es ausgeht, und außerdem noch halten sich die Osmanen hier ein bisschen eine Weile. Und die kriegen ja auch pro Runde immer wieder ein bisschen was rein. Chor, ein Schlachtschiff. Jetzt immerhin eine Abteilung. Also, du bist mal wieder verstärkt und ihr verschanzt euch hier auf das so lange zu halten, wie es geht. Die Briten rücken schon nach. Du wirst verstärkt und wir sind schon pleite. Du kriegst mal die Infanteriewaffen. Du auch. So, hier ist eine Landung, die wir jetzt entschlossen zustellen müssen, indem wir jetzt auch den Hafen blockieren. Ja, und eigentlich würde ich natürlich gerne auch noch die osmanische Artillerie. Ach, du musst den Hafen hier decken, falls eine zweite Landung kommt. Es kann auch eine Abteilung machen. Die osmanische Artillerie decken und in die Welt schicken, aber. Boah, die brauchen ihre Punkte gerade wohl komplett defensiv. Ich würde sagen, ihr setzt euch hier weiter Richtung Bergland ab. Verschanzt euch dann hier. Ihr verschanzt dich in diesem Ort. Oh, so irgendwie. Der ist schon verschanzt. Dann bräuchte ich nur noch in diesem Zwischenort eine Einheit. Lauf du da mal rein. Der geht auf 7. Dann haben wir hier, denke ich, das meiste schützt an der osmanischen Grenze. Ja, liebe Artillerie. Wir schauen mal. Ich schau mal, wo du hinkommst. Haben wir noch eine neue Einheit? Ich denke mal schon, dass die das hier auf Dauer alles, naja, für langanhaltenden Widerstand zustellen werden können. Werden wahrscheinlich schon verlieren, wenn die Briten hier Artillerie und alles haben und die Osmanen nicht, aber. Also die Osmanen haben es auch, aber die Briten sind gerade hier einfach stärker an der Ecke. So, das österreichische Boot. Und sonst schleicht dich mal eben zurück. Tank auf. Dann geht es demnächst weiter. Dann haben wir hier die Griechen. Gehen wir uns erstmal dahin. Das könnte im Zweifel eine langwierige Sache vielleicht vermutlich werden, da durchzukommen. Und wir haben hier noch osmanische Artillerie. Da muss ich schon mal mitkommen. Ansonsten würde ich sagen, die meisten osmanischen Einheiten demnächst gerne ins Osmanische Reich, aber lasst ruhig die Kanone da, die kann ja schon hier mit drauf schießen dann. So, und die hier sollten jetzt immer noch volle Stufe. Ich dachte, 4 Einheiten dran würde jetzt reichen. Aber wir haben auf jeden Fall Angriffswerte, das ist gut.
Gut, hätten wir auch die Sache hier in Albanien geklärt. Dann wir können die Österreicher ruhig in Richtung irgendeiner Eisenbahn schon mal. Und die Bulgaren kämpfen dann hier wahrscheinlich gegen Griechenland weiter mit der osmanischen Artillerie. Dann haben wir noch eine bulgarische Artillerie. Ich will mal eben schauen in der Ukraine. Ja, jetzt ist es nicht weiter abgesunken. Müssen wir wahrscheinlich trotzdem immer noch 6 Einheiten stehen. Gut, Italien. Wir haben 2 Mehrkriegergeschosse. Und die haben von sich aus schon eine Verschanzung von 2, 3. Kurz gefasst, das wird sich eher nicht lohnen, wenn Österreich also noch Pünktchen über hat. Ihr vielleicht gerne nutzen, dass ihr euch auch mal hier noch euer letztes Geschütz kauft. Ja, 2 Kanonen unterwegs. Die müssen dann noch alle geupgradet und genug was werden. Können wir in diesem Zug hier eh nicht viel erreichen. So, dann bekommt ihr noch das Karpatenkorps. Tja, ist die Frage, die bulgarische Artillerie. Hier hätte natürlich den Wumms, dass man hier doch hoffen könnte, nochmal anzugreifen, so richtig. Müssten im Westen eh sowieso ein Geschütz mehr haben. Die Franzosen haben nur 3, glaube ich. Und die Briten kämpfen ja gegen die Osmanen. Wir könnten hier ein bisschen vorrücken. Steht jetzt natürlich versorgungstechnisch schon blöd, aber ich wollte ja einfach offensiver gehen, weil wir ja auch ein paar Truppen da haben. Sonst kommst du da mit rein. Dann versuchen wir uns wenigstens hier entlang schon mal zu schießen. Vielleicht könnten wir irgendjemanden eine Kampfeinheit mehr darüber mitbringen. Vielleicht auch den Aufklärungsbomber so, dass er da im Zweifel mitfliegen kann. Mal sehen, ob das funktioniert und wir kommen zum eigentlich wichtigsten der Westfront, wo die Russen sich hier im Norden etwas zurückgezogen haben. So viel dazu. Wir brauchen natürlich viele für die Artillerie. Du kommst also auf jeden Fall nach vorne. Geheilt. Du kommst da in die zweite Reihe. Ja, okay, der müsste auch geheilt werden. Dazu die Zwischenzeit für ein bisschen Heilung. Wie sieht es bei den anderen Kanonen aus? 6 Geschosse, 4 Geschosse. Ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich hier rangehen und uns dann den französischen Befestigungen hier drüben nähern. Schuss vielleicht noch. Ach, Glück gehabt. Und da zieht er ab und wir. Ah, der verbrät alle 4 Punkte, um das Feld zu betreten. Kann sich also nicht mehr verschanzen, aber das ist Hochgebirge sowieso. Gut, dann kannst du da rein. Das ist eine gesunde Einheit. Ja, also du kannst auf jeden Fall hier vorrücken. Die Artillerie halt auf dieses Feld. Salz an der Ecke schon mal ganz ordentlich aus. Dann irgendwelche Primärziele Metz. Der hat eine Verschanzung von 5, 4 und 4 Geschosse. Und nicht so viel durchtauschfähiges Personal in der Gegend.
Man kann die Kanone ja darauf sparen, im nächsten Zug Metz anzugreifen. Und dann hätten wir hier noch dieses Feld, wo wir drei Einheiten Dorn haben. Sehr schön, dann geh du da mal rein. Dreh den Schützengraben richtig rum. Und ihr rückt hier erstmal nach. Du hast weitere Ziele, du hast Ziele, du hast Ziele. Gut, alle Kanonen haben Ziele. So, dann legen die Kapelle raus. Obwohl, meins hat immer Stufe 8. Achso. Ob die hätten Stufe 10, aber du kannst vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Einfach die Infanterie ein bisschen näher ankommt. Geh nochmal hier ran. Hier steht da eigentlich auch ganz gut. Kleiner Blick mal hier rüber, wie sieht's aus? Ja, hier oben, da wird das komplizierter. Hier sieht das aber doch schon mal zugänglicher aus. Aber wir brauchen natürlich insgesamt mehr von allem. Geschütze, Einheiten, was weiß ich. So, wir sind auch nicht mehr am Forschungslimit. Ach ja, Gasgranaten, die brauchen wir so schnell wie es geht. Letzten in Industrie, wenn das eh schon halb durch ist. Ich glaube, wir brauchen auch Kapazitäten anderweitig, zum Beispiel amphibische. Also mal nachdenken. Wenn das jetzt schon läuft mit der Artillerie, wir eh bald wieder am Limit sind. Amphibische Kriegsführung lohnt sich eh so richtig erst, wenn die Flotte hochgerüstet ist. Dann müssten wir sowieso auf diese andere. Also, dass man die Landung starten kann. Da müssten wir so oder so auf diese beiden Techs noch warten. Deswegen ist es vielleicht in Ordnung, wenn der auf 1 weiterläuft. Vielleicht gebrauchen könnten, ist einfach noch das letzte bisschen Kampfkraft und endlich mal bessere Jagdflugzeuge. Also so, und wir können uns sogar noch ein Jagdgeschwader leisten, sehr gut, und sind dann pleite. Anderen sind auch alle pleite, aber hey, also wir wühlen uns im Westen langsam vorwärts, demnächst dann auch in den Alpen, und wenn die osmanische Lage sich ein bisschen entspannt, hätten wir hier dann auch schon. Oh, warte, Moment. Die haben doch die Artilleriewaffen gerade durchgeforscht. Jetzt habe ich die natürlich schon bewegt. Aber sonst sparen wir die osmanischen Punkte, dass man im nächsten Zug auf jeden Fall die Artillerie-Tecken irgendwo hinbringen kann. Und trotzdem noch was frei hat. Gut, dann würde ich sagen, Zug beenden. Da Albanien in verbündeter Hand ist, können wir unsere Truppenstärke in diesem Gebiet in Höhe, indem wir einen Verband bestehend aus albanischen Freiwilligen bilden und ihn albanische Legionen nennen. Und wir machen? Oh. Eine albanische Legion. Das Granaten 1 für Österreich, sehr gut. Haben die auch mal mehr Geschosse. Jung und Kontrolle. Leider kein einziger Forschungsfortschritt, aber trotzdem immerhin hier schon über 700 Punkte. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.